Kinder von mir, ne? Bis später. Ein Weißen. Moin, Rocco. Moin. Astra, bitte. Ein Astra. Ja. Mensch, Rocco, siehst du aus wie 7 Tage Regenwetter. Sind saure Hering über die Leber geschnittert, oder was? Ja. Ja? Ja. Mensch, Elbe, du bist doch schon so viel rumgekommen. Sag du mir, warum ist Rocco so unzufrieden mit seinem Leben? Er hat eigentlich alles, was er braucht. Freunde, Arbeit und Geld. Ja, zumindest reicht's. Er war auch schon weiter draußen als Finkenwerder. Aber trotzdem ist er nicht zufrieden. Da läuft er nur falsch. Du willst also wissen, was falsch läuft? Wer spricht denn da bitte? Na, du hast mich doch angesprochen, oder siehst du noch eine andere Elbe hier? Oh Gott, jetzt höre ich schon Stimmen. Bloß zwei. Deine und meine. Ich ignoriere das mal einfach lieber. Das wäre aber schade. Ich kann dir nur nicht sagen, was falsch läuft. Wenn du es wirklich wissen willst. Rocco? 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 Mein Roccolein, willst du es wissen? Ja! Sehr schön. Dann gehst du jetzt als erstes in den Pudelclub und bestellst dir 4 Bier. Das soll die Antwort sein? Ich meine, saufen kann ich mich ja immer. Aber ganz ehrlich, das kann doch nicht die Lösung sein, oder? Der erste Teil davon, du wirst sehen. Jetzt warte mal. Ich bin schon relativ müde und würde echt früh gerne ins Bett gehen. Können wir nicht den zweiten Teil der Antwort vorziehen? Hallo? Elbe? Elbe, alles raus! Oh Mann, Rocco, Alter. Ich muss aufpassen. Sind da langsam schon Züge an mit dir? Echte Eisenbahnzüge. Rocco. Ach, was soll's. Vielleicht kann mich wie ich einfach nur betrinken. Mensch, Rocco, das ist doch kein Beinbruch, hä? Ich meine, das passiert doch alle Nase lang. Wer weiß, wofür das irgendwann nochmal gut ist. Guck mal, die Kleine damals in Frankreich. Die hat doch auch die Stimme von der Maria gehört. Und jetzt schau mal, wie viele Leute da jedes Jahr hinpilgern. Das ist ein Millionengeschäft. Ja, eben sag ich doch. Oder hier dieser Buddha, der hat auch eine Stimme gehört. Dem folgen auch so viele Leute. Guck mal an, dieser ganze Scheiß hier mit Yoga und Yogi-Tee und dem ganzen Kram. Ist total in das Zeug. Und dabei ist das über 1000 Jahre her. Ja, oder dieser Amokläufer aus Amerika, weil der hat auch Stimmen. Heini. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber sitze ich hier wie so ein Blödmann vor den 4 Flaschen rum und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich meine, darf ich jetzt trinken oder soll ich die verschenken als milde Gabe? Also, ich nehme gern eins. Ja, okay. Bitteschön. Moin, ich bin Caro. Hi, Caro. Ich bin Chrissy. Hi. Moin, Jan. Hi, moin. Rocco, willst du dich nicht vorstellen? Mensch, habt ihr es gehört? Da war sie wieder. Der. Was hat sie gesagt? Dass sie mich vorstellen soll. Ja, finde ich auch. Ja, moin, bin der Rocco. Moin. Und dann sagt sie doch zu mir, ich soll in den Pudelclub gehen und 4 Bier bestellen. Okay. Fühlst du dich oft allein? Wie kommst du denn darauf? Na, weil du gerade gesagt hast, du hättest heute am Ufer gestanden und dich mies gefühlt, obwohl ja eigentlich alles in Ordnung ist, ne? Ja, und da ist doch klar, dass du dich allein fühlst. Aha. Oh, sorry, habe ich dich jetzt überrumpelt? Nee, ist schon okay. Ich meine, du hast ja recht. Ich fühle mich schon oft alleine. Aber verdammt, ich habe eigentlich so gute Freunde. Die jetzt von eben? Ja, Jan, Chrissy und Heini. Den man übrigens auch The Brain nennt. The Brain.
Doch, die sind echt toll. Ja, das ist wahr. Weißt du, wer noch toll ist? Nee, wer dann? Du. Ja. Nee, du. Nee, du. Nein, du. Ich hab's aber zuerst gesagt. Und ich hab's zuletzt gesagt. Na gut. Das letzte Wort hast dann also immer du. So ist das. Gut. Na Jungs? Na? Wieso? Die Elbe hat gesagt, wir sollen die Bier trinken. Hi, nee. Wir haben gedacht, bevor die schal werden, Ich zahl dir mal. Ja, Martha, keine Sorge, ich kümmere mich schon um ihn. Ich bin Krankenschwester. Du bist was? Ja, auf Diplom sogar. Komm mal mit der Rocco. Kümmern wir uns um sie. Machen Sie mal keine Sorgen, mir tut überhaupt nicht weh. Tja. Der Rocco mal wieder, wa? Was der auch immer für ein Glück hat. Na, eine Krankenschwester hätte ich auch gerne wollen. Prost, Jungs. Kein schlechter Tag heute. Wenn wir so blöd anfingen, bin ich jetzt echt guter Dinge. Wie schnell sich sowas ändern kann. Am Mittag war ich noch echt mies gelaunt. Jetzt geht's mir echt prima. Das liegt an dir, Caro. Caro? Da sitze ich nun wieder, ich alter Tor, und bin so klug als wie zuvor, ne? Na, ein wenig klüger bist du schon geworden, nicht wahr? Ach ja, da ist sie ja wieder. Ich hab dich auch vermisst, Roccolein. Was soll's, solange du nett zu mir bist. Immer. Ich meine, das mit dem Bier war schon eine tolle Sache. Aber den zweiten Teil der Antwort, den bist du mir noch schuldig. Nun komm. Alles ist in Bewegung, Rocco. Es gibt keinen Stillstand. Du bist heute schon ein anderer, als du gestern warst. Durch dich fließen neues Blut, neue Ideen, neue Erfahrungen, neue Gefühle. So ist das Leben. Alles ist im Fluss. Und ich weiß nun wirklich, wovon ich spreche. Und was ist mit Caro?